Jetzt schauen wir in den Bundestag. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck, er spricht. Und Damen, guten Morgen. Eigentlich haben wir Besseres und Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden. Die Wirklichkeit fordert unsere volle Konzentration und Aufmerksamkeit. Dennoch möchte ich einmal sagen, dass der Sound der Selbstkritiklosigkeit, den ich hier gestern gehört habe, eine Antwort erfordert. Lieber Herr Merz, 16 Jahre lang hat die Union dieses Land regiert und viele Bundesländer, 16 Jahre energiepolitisches Versagen. Und wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben. Sehr geehrte Damen und Herren, und das tun wir mit einigem Erfolg. Seit einer Woche gibt es kein Gas aus Russland. Die Speicher füllen sich weiter. Nach einem kurzen Ausschlag an der Börse ist der Preis noch immer hoch und zu hoch, aber nicht explodiert. Seit einer Woche sind wir unabhängig von russischem Gas wegen der konsequenten und vorausschauenden Handlungsfähigkeit dieser Regierung und dieser Koalition. Gestern hat Frankreich, nachdem es immer Abnehmerland war, erstmals Gas nach Deutschland geredet. Erfolg von diplomatischen Anstrengungen und Bemühungen. Es war ein Testbetrieb, dennoch gleichzeitig ein historischer, denn es verstärkt die europäische Solidarität. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Angriff ist offenbar die beste Verteidigung. Das sagt sich Robert Habeck gleich wieder mit einer Attacke auf den CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz. Wichtig aber auch dabei, er hat kritisiert, dass die Union ja eigentlich die Energiewende über die letzten Jahre, Jahrzehnte kann man fast sagen, verschlafen hat. Die Grünen, zu denen Robert Habeck gehört, die regieren ja mit. Und das ist das, was Robert Habeck verschweigt. Das ist also nicht korrekt, was er dort sagt. Die Grünen regieren in Bundesländern mit. In einem stellen sie sogar den Ministerpräsidenten. Von daher, Robert Habeck, ein bisschen mehr Demut an dieser Stelle wäre in Ordnung. War immer integraler Bestandteil unserer Politik. Und dass die Union in dieser Krise, in dieser Wirtschaftskrise ernsthaft dagegen klagt, dass die notwendigen Investitionen in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, in Wasserstoffhochlauf und auch noch in die Robustheit der Unternehmen verfassungswidrig sein soll, das ist ökonomischer Wahnsinn, meine Damen und Herren. Wie wollen Sie denn den Unternehmen erklären, dass sie am Ende in dieser Situation, wo wir einen Nachfrageschock haben, keine staatlichen Unterstützung mehr bekommen? Es zeigt, wes fossilen Geisteskind Sie noch immer sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Sie überhaupt noch nicht verstanden haben, welchen Ausmaß die Herausforderungen der Zeit erfordern, welche Anstrengungen wir nehmen müssen, welche Umstellungen auch in der Art, wie wir Politik denken, notwendig sind. Stattdessen immer nur weiter das Oppositionsgeklinge und möchte gern Wirtschaftspolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass wir die Preismanipulation durch Putin beenden. Wir können auf Dauer nicht gegen die hohen Preise ansubventionieren. Deswegen müssen wir jetzt und werden wir das Energiemarktdesign so ändern, dass die günstigen Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und die hohen Kosten zwar noch den Marktmechanismus geben, aber nicht mehr durchgereicht werden. Morgen ist der Energieministerrat in Brüssel. Die Vorschläge der Kommission liegen vor. Man sieht, wie gut Europa arbeiten kann. Und sie gehen sehr in die Richtung, die auch wir vorgeschlagen haben. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber auch das muss man aussprechen. Wir machen etwas in wenigen Wochen, was normalerweise Jahre, wahrscheinlich 2 Jahre Beratung gebraucht hätte. Wir gehen an das Strommarktdesign rein und wir halten uns eine Option offen. Wenn das nicht sofort und solide gelingt, dann werden wir über eine Abschöpfungsabgabe die Gewinne kassieren und den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Ja, man merkt, Habeck ist doch überraschend, muss man sagen. Kampfeslustig geht Friedrich Merz immer wieder an und kommt jetzt direkt am Beginn seiner Rede auch auf sein Lieblingsprojekt zu sprechen. Eines seiner Lieblingsprojekte, muss ich sagen, die Übergewinnsteuer, die wird morgen unter anderem in Brüssel verhandelt. Darauf hat er gerade einmal hingewiesen. Und wenn es dort keine Einigung gibt, dann will die Bundesregierung selbst Übergewinne abschöpfen. Wir stoppen es am stärksten perspektivisch, indem wir uns nicht nur von russischen Energien, sondern von den fossilen Energien insgesamt losmachen. Wer das verkennt, verkennt
in welcher Phase wir uns eigentlich befinden. Bis wir die Preise runterbekommen haben, und das wird sicherlich ein bisschen dauern, bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen. Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen und wir werden ihn breit aufspannen, sodass vor allem die Kleinen und die KMUs unter diesen Rettungsschirm runterfallen können. Was heißt das konkret? Wir werden das Programm, das wir jetzt aufgestellt haben für die Industrie, das Energiekostendämpfungsprogramm, öffnen für KMUs. Wir werden damit die Handelsbezogenheit als Kriterium aufgeben. Wir werden es branchenoffen gestalten, aber an Kriterien natürlich festhalten. Kriterien kann beispielsweise der Energiekostenanteil am Produkt oder am Umsatz sein. Es wird zeitlich befristet sein, weil wir an anderen Instrumenten arbeiten, nämlich die Preise stoppen und so. Das ist auf jeden Fall nicht der Robert Habeck, der bei vielen Wählerinnen und Wählern so gut ankommt, weil er so einfühlsam und so einprägsam spricht. Robert Habeck ist aktuell erkennbar angefasst, erkennbar aufgeregt und spricht sehr, sehr technisch. Das Wort KMU einmal nur kurz übersetzt, das heißt kleine und mittelständische Unternehmen. Diese ganzen Fachbegriffe, die hat ihm offenbar jemand in seine Rede hineingeschrieben. Es ist schwer, aktuell der Rede wirklich zu folgen. Unter den hohen Energiekosten. Wir haben einen Nachfrageschock. Das Geld in den Haushalten wird knapp. Deswegen werden wir weitere Maßnahmen, wirtschaftspolitische wie vor allem strukturelle Maßnahmen, ergreifen müssen, dass die Menschen in Deutschland genug Geld haben, auch zu konsumieren und so die Unternehmen stützen können, beziehungsweise Unternehmen ebenfalls geschützt werden, die nicht nur alleine über die energieintensive Produktionsweise von dem Programm, wie eben skizziert, erfasst werden. Und fünftens werden wir im Oktober einen Mechanismus auflegen, wo Gas gegen Geld den Gasverbrauch runterbringt und die Unternehmen, die dann in der Produktion etwas zurückfahren, schützt und finanziell entschädigt. Sehr geehrte Damen und Herren, Putins Angriff zielt auch auf unser Wirtschaftssystem. Es wird immer gesagt, es ist die schwerste Energiekrise seit 1973. Das ist nicht richtig. Diese Energiekrise ist weit komplexer. Die Aufgaben sind weit größer. Und deswegen müssen wir das, was im Normalfall gut funktioniert, jetzt hinterfragen und ändern. Wir müssen das Marktdesign am Strommarkt ändern. Wir müssen die fiskalpolitischen Rahmen neu denken. Wir müssen die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit, mit der politische Entscheidungen fällen, hinterfragen und verändern, wie wir es getan haben. Und wir sollten vielleicht auch überdenken, in welcher Rolle Opposition und Regierung sich manchmal befinden. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Ja, wir haben einen Wirtschaftsminister gesehen, der deutlich angefasst ist. Er war kampfeslustig, aber auch er hat gewirkt, als wäre er in die Enge getrieben. Seine Stimme war anders als sonst. Wie hast du ihn erlebt? Ja, ich glaube, das hat jetzt jeder gerade gesehen. Robert Habeck hat sehr schnell gesprochen, war aufgeregt, hat sich immer wieder auch verhaspelt und hat, anders als man das sonst von ihm auch gewohnt ist, sehr, sehr, ich möchte es mal sagen, technisch gesprochen, hat viele Fachtermini benutzt, KMU für kleine und mittelständische Unternehmen, hat von Fiskalpolitik gesprochen, von Marktdesign. Das kann man verstehen, wenn man Experte ist, aber ich glaube, so eine Rede richtet sich ja nicht nur an die Abgeordneten und die Fachpolitiker im Bundestag, sondern soll sich ja eigentlich auch richten an die Bürgerinnen und Bürger. Und da hat Robert Habeck sich auch mit dieser Rede keinen Gefallen getan. Was er deutlich herausgestrichen hat, ist, dass er als Wirtschaftsminister weitere Hilfen in Aussicht stellt, gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, also auch dann für beispielsweise die Bäckereibetriebe. Einen Bäckermeister haben wir ja zu Beginn der Sendung auch gesehen. Den soll stärker geholfen werden. Da hat er gesagt, wird er den Schirm ausweiten. Wie genau das passieren soll, das steht aber noch nicht fest. Das ist richtig, genau. Und es soll etwas geben, er hat es genannt, Gas gegen Geld. Also Firmen, die ihren Gasverbrauch deutlich reduzieren, die sollen dafür eine Entschädigung erhalten. Er hat den schwarzen Peter in Sachen Energiepolitik der CDU zurückgeschoben. Seiner Meinung nach waren die es, die die letzten Jahre versagt haben. Und er muss jetzt innerhalb weniger Monate, weniger Tage zusammen mit der Ampel das alles bereinigen. Berechtigter Punkt?
teilweise berechtigter Punkt. Richtig ist, die Grünen saßen jetzt wirklich viele, viele Jahre nicht in der Bundesregierung. Aber sie haben natürlich in den Bundesländern mitregiert. Und wenn wir sehen auch, wie groß Widerstand von örtlichen ökologischen Gruppen, so möchte ich es mal nennen, man könnte auch bösartig sagen, von radikalen grünen Aktivisten ist, gegen beispielsweise den Bau von Stromtrassen, neuen Windrädern, dann müssen sich die Grünen auch an die eigene Nase fassen und fragen, wie viel Doppelmoral ist eigentlich in dem jetzt, was Robert Habeck gesagt hat. Und interessant ist auch, der Bundeswirtschaftsminister, der ja eigentlich doch auch viele, viele, wie wir es auch gerade gesehen haben, Politiker anderer Reihen, die andere Auffassungen haben, gerne kritisiert, auch deutlich kritisiert, ist plötzlich, was den Ton der Kritik ihm gegenüber angeht, ganz, ganz, ja, man möchte fast sagen, dünnhäutig, hat jetzt zu Beginn der Rede und am Ende der Rede ja gesagt, er wünscht sich einen anderen Umgang. Das ist eine Methode, die wir jetzt wirklich häufig auch gerade von den Grünen und im linken Lager sehen. Kritik wird immer automatisch als spalterisch empfunden, als persönlicher Angriff. Aber umgekehrt, und das haben wir bei Robert Habeck auch gerade eben gesehen, ist er mit Kritik ja auch nicht gerade geizig, was beispielsweise den CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz angeht. Also auch da steckt viel, viel Doppelmoral in dem, was Robert Habeck gerade gesagt hat. Die Einordnung von BILD-Politikchef Jan Schäfer. Herzlichen Dank. Danke dir. Danke.